Hallo, hier ist der Diebstar. Willkommen zurück zu Primeland, wo wir uns in der zweiten Pydell-Mission befinden. Ja, in dieser Mission starten wir hier als Chestbuster im Körper des Predators. Ja, in der letzten Aufnahme haben wir auch gleich die erste Mission gemacht, war ja nur 20 Minuten lang. Da haben wir als Phaser Facehugger halt gestartet und haben uns einen Predator gesucht, den wir facehuggen konnten, weil die Mission fand ja 1731 statt. Ja, jetzt sind wir. Haben wir jetzt den Predator gefunden, den wir in einer Predator-Kampagne gespielt haben und sind hier jetzt direkt am Anfang, wie man sieht, direkt im Inneren von ihm, weil wir gefacelockt haben in der letzten Mission und sind jetzt hier als Chestbuster drin. Ja, neuen Text zum Start, wie immer, also geht's los. Vella Tutani, Einsatznachbesprechung, der Vorfall, Anhang I, Wissenschaftliche-Aufzeichnungen. Die bisherigen Tests scheinen Dr. Stalkers Tetrapoden-Theorie der Embryo-Entwicklung der Alien zu bestätigen. Dass die Befruchtung eines Tetrapoden, sei es eine tyrannische oder einheimische Spezies, zur Entwicklung des Läufertyps führt. Der Mechanismus für diese Veränderung muss noch identifiziert werden. Doch ist es wahrscheinlich, dass einige Gensegmente des Wirts größeren Einfluss auf die Entwicklung des Aliens haben können als andere. Wahrscheinlich können hinreichende Abweichungen des genetischen Codes zu deutlichen Unterschieden in der Entwicklung eines Alien-Embryos führen. Weitere Untersuchungen sollten durchgeführt werden. Missionsziel, um zur Drohne heranzuwachsen, muss ein Chestbuster fressen. Suchen Sie einen abgelegenen Platz zum reichlich Nahrung. Ja, Missionsziel ist quasi dasselbe wie im Hauptspiel. Da haben wir ja damals eine Art Katzenlager gefunden. Mussten wir Katzen essen, um zur Drohne heranzuwachsen. Ja, gucken, was es diesmal sein wird. Jetzt fassen wir mal hier raus. Oh, jetzt schreit er mal auf. Schreit nochmal auf. Dann lacht er? Todessehnsucht, hä? Na gut, das fressen wir mal durch. Und sind draußen. Jetzt wird es zerplatzt. Das tut richtig weh. Warum springt das eigentlich nicht in die Luft? Vielleicht hat er noch gar nicht die Technologie, kann ja auch sein, dass er das erst später gibt. Die Predator von damals haben wir vielleicht noch gar nicht. Diese. Oh. Sarge, you copy? Go ahead, Carter. Looks like I found the source of that unauthorized broadcast. And? Who was it? More like, what is it, sir? It's not human, but it's dead. Looks like it's been chest bursted. And it's holding some sort of object. Damn. Don't touch anything. I'll get a decon team up there and try to raise Rykov. You get back down here ASAP. There's no telling if more of those things are around here. You got it. Okay. Ja, wir sind quasi zu dem Zeitpunkt, als wir die Predator-Kampagne beendet haben, starten wir jetzt hier als Alien durch. Als Predator-Alien durch. Ja, guck mal. Krieg Besuch. Aber nur einer. Nur einer. Datum 22. September 2130. Zeit 0:05. Ort Kommunikationsraum in Kapsel 5. Okay, dann haben wir mal Kapsel 5. Wie gesagt, wir starten jetzt direkt. Quasi machen wir jetzt direkt weiter. Es war die Fortführung von der Predator-Kampagne. In der zweiten Mission. Die erste war noch so halt Überschneidung und jetzt geht es komplett weiter los. Wir erfahren ja, was mit Artefakten passieren wird. Weil als Menschen wussten wir das nicht, als Predator wissen wir nicht, was damit passiert. Aber wir erfahren es jetzt als Predalien wahrscheinlich. So, was ist denn das da oben? Komm wieder hoch. Mal gucken. Dann, ja, das wird schwer, ne? Ach, ne, es ist. Vielleicht direkt da drunter. Ja, komm nicht hoch, okay. Hier geht auch nicht weiter, okay. Krabbel, wo ist eigentlich das Alien abgeblieben? Wo ist das hin? Aha, für Spur ist verschwunden. Oh. Okay, hier geht's nicht weiter. In einem anderen Kreis und jetzt hier lang. Oh, noch ein Ender.
Hallo? Hm. Ah, er macht die Tür auf. Ah, komm wieder vorbei. Ah. Warte mal, hier dreht er wieder um, oder? Hm? Ah! Jetzt geht er jetzt hier. Scheiße. Oh, gucken. Hm? Aha, macht jetzt ohne Tür auf, wo er einen Laufschrecken hatte. Aha, wir wimmeln da hier, wimmeln. So, bin ich hier. Die Frage ist, komme ich jetzt da durch? Aha, komm ich da nicht, ich hab mich hier hängen, ey. Ja, so kann das nicht funktionieren. Kann aber schief gehen. Kann sehr schief gehen. So, jetzt renn ich mal hier. Hier geht's nicht weiter. Geht auch nicht weiter. Hier geht nur geradeaus. Links, rechts. Links ist zu. Hier geht's noch rechts. Jetzt hier, wo ich. Muss ich nochmal durch, oder? Wenn ich hoffentlich werde ich jetzt über oben. Die Unterfalle muss ich wahrscheinlich ganz graben. Aber gehen wir hier lang. Geradeaus. Da geht's nicht weiter. Hm? Mal gucken. Verdammt, hier kommen wir nicht weiter. Das hier. Hm, okay. Na, da. Fahr mal hier ab. Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt langlaufen muss. Gerade mal hier durch. Ich komme einfach mal geradeaus. Und hier geht's weiter. Was ist das? Was war das denn? Ich wollte gerade speichern. Da war ich nicht speichern. Scheiße. Ja, toll. Jetzt bin ich ja fest. Schießt eine Granate rein? Ah ja, ist ja gut. Ich muss nicht aufpassen. Aufpassen, das war jetzt schlecht von mir. War einfach zu voreilig. So, rennen wir mal hier durch. Dann hier und hier ist ja nicht, geht's eh hier, hier ist eh nichts weiter. So. Aha, jetzt kommt diese Gase. Ach, das ist irgendwie gestorben. So, wollen wir mal hier weiter. So. Bin ich hier vorbeigekommen? Okay. Aha. Ganz viele Ecke. Hätte auch schief gehen können. Hat er mich jetzt gehört? Naheliegend. Da sitzt einer auf dem Klo. Why aren't you men at your usual posts? This is my post, sir. You assigned me here yesterday. You're not getting paid to daydream. Can't you find something useful to do? Sorry, sir.
Verschwinden. Schnell. Da wurde eben gerade einer auf dem Klo überrascht, oder was? Na, das ist ja... Es gibt üble Orte, doch. Komm ich da hoch? Ah. Hier wurde einer eben überrascht. Und wir folgen noch hinterher. Ich will auch so fressen können. Wie jetzt hier? Wieder hier oben, aber ich renne immer, macht das immer noch nicht. Ich gucke immer ein bisschen rum hier. Es ist gar nicht so leicht, die Orientierung zu behalten. Ja, yeah, toll. Wieder so ein Nix hier. Ein Gang in Nix ist das. Warte, runter geht's auch nicht. Okay. Scheiße. Jagt ihn, macht ihn fertig. Lass das für mich übrig. Muss ich weiß gar nicht, wie ich hier lang muss. Ich renne einfach hier durch die Gegend. Ich bin ja so ein kleiner. Was haben die denn hier gemacht? Aha, hier wird irgendwo geballert. Bin ich hier lang? Ah, Leichen, jetzt fressen wir Leichen. Oh, nicht schlecht. Freier Fall. Und letzte Mission ist schon. Datum 23. September 2030. Zeit 3:28 Uhr. Ort Kapsel 5. Omi, Newen, this is Winter. Anyone copy? Der hat Angst. Damn it. Beta Team, this is Gamma, copy. Der hat Angst. Go ahead. We're taking heavy casualties. I'm holding up in the morgue, but the halls are crawling. Requesting assistance, over. Roger, we're just below you. ETA 60 seconds. Shit, make it 30 and I might still be breathing. We're on it. Der hat Angst. I should have taken Mom's advice and been a program. Holy shit! Ja, bevor wir das sehen, mache ich einen Schnitt. Das heißt also, ja, das war nämlich schon Ende der Mission. Das geht mir jetzt mit der dritten Mission weiter. Oh, die nehme ich mir für nächstes Mal auf. Also, ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.